Cari fratelli e sorelle nel Signore, la domenica odierna, nell'ottava di Natale, è anche l'ultimo giorno dell'anno 2023, il 31 dicembre. Era anche l'ultimo giorno sulla terra del nostro amato Papa Benedetto. Esattamente. Un anno fa, quasi esattamente all'ora, il Signore lo ha chiamato a sé. Il Vangelo ci racconta di due anziani, Simeone e Anna, che negli ultimi giorni della loro vita ebbero la grazia di incontrare il Salvatore degli uomini, il Figlio di Dio, nel Tempio a Gerusalemme. Simeone espresse questa grazia con le parole: Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Non sappiamo quale speciale grazia sia stato concesso a Papa Benedetto, prima di lasciare questa esistenza terrena alle sue spalle. Ma credo che avesse un legame intimo con Gesù. Durante le ultime conversazioni con lui, Peter Sewald gli pose le seguenti domande: Non ci sono anche ora o anche ore di solitudine nella sua vita in cui si può essere terribilmente soli dentro? Benedetto rispose: Sì, ma siccome mi sento davvero legato al Signore, in unione con il Signore, non sono mai completamente solo. E Sebald: Chi crede non è mai solo. E io aggiungo io, Sebald si riferisce qui alle parole che Benedetto ha pronunciato già al momento del suo inizio del ministero petrino, il 24 aprile 2005. In riferimento a Giovanni Paolo diceva, cito: Egli varcava la soglia verso l'altra vita, entrando nel mistero di Dio, ma non compiva questo passo da solo. Chi crede non è mai solo, non lo è nella vita e neanche nella morte. Qualche mese dopo, qualcuno ha usato queste parole per una nuova canzone. Abbiamo cantato questa canzone oggi all'inizio della Santa Messa. E poi di nuovo, Seba diceva: Chi crede non è mai solo. Benedetto ha poi risposto così: Sì, davvero. Si sa che non sono io a farlo. Nemmeno io potrei farlo da solo. Lui è sempre lì. Devo solo ascoltare e aprirmi a lui e poi condividere le cose con i miei colleghi più stretti, collaboratori. Sebald chiede allora: come funziona questo ascoltare e aprirsi a lui? Benedetto ride e poi dice: Beh, si supplica il Signore, lui deve aiutarmi ora. E si raccoglie interiormente, rimanendo in silenzio, e poi si bussa ancora e ancora con le preghiere e così via. E poi funziona. Una bella risposta, non è vero? A questo punto vorrei fare riferimento ad un sermone, un'omelia
sul Te Deum che Benedetto pronunciò esattamente 10 anni prima della sua morte nella Basilica di San Pietro. Cito: quale che sia stato l'andamento dell'anno, facile o difficile, sterile o ricco di frutti, noi rendiamo grazie a Dio. Nel Te Deum, infatti, è contenuta una saggezza profonda, quella saggezza che ci fa dire che, nonostante tutto, c'è del bene nel mondo e questo bene è destinato a vincere grazie a Dio, il Dio di Gesù Cristo, incarnato, morto e risorto. Certo, a volte è difficile cogliere questa profonda realtà, poiché il male fa più rumore del bene. Un omicidio efferato, delle violenze diffuse, delle gravi ingiustizie fanno notizia. Al contrario, i gesti di amore e di servizio, la fatica quotidiana sopportata con fedeltà e pazienza, rimangono spesso in ombra, non emergono. Anche per questo motivo non possiamo fermarci solo alle notizie se vogliamo capire il mondo e la vita. Dobbiamo essere capaci di sostare nel silenzio, nella meditazione, nella riflessione calma e prolungata. Dobbiamo saperci fermare per pensare. In questo modo il nostro animo può trovare guarigione dalle inevitabili ferite del quotidiano, può scendere in profondità nei fatti che accadono nella nostra vita e nel mondo e giungere a quella sapienza che permette di valutare le cose con occhi nuovo. Occhi nuovo. Chiediamo, cari, che anche noi possiamo imparare a soffermarci, a sostare in quest'ultimo giorno dell'anno e trovare la guarigione per vedere le cose con occhi nuovi. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der heutige Sonntag in der Oktav von Weihnachten ist gleichzeitig der letzte Tag des Jahres 2023. Es war auch der letzte Erdentag von Papst Benedikt dem 16. Heute vor genau einem Jahr, fast genau zur Stunde, hat ihn der Herr zu sich gerufen. Das Evangelium hat uns von zwei alten Menschen berichtet, von Simeon und Hanna, die in ihren letzten Lebenstagen die Gnade hatten, dem Herrn und Erlöser und Retter zu begegnen. Und Simeon hatte diese Worte, diese Gnade mit den Worten ausgedrückt: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen. Wir wissen nicht, welche Gnade Benedikt vor seinem Tod noch geschenkt wurde. Ich glaube, er hat eine sehr innige Verbindung mit Jesus gehabt. Peter Sewald stellte ihm bei seinen letzten Gesprächen mit ihm die Fragen: Gibt es nicht auch einsame Stunden in ihrem Leben, in denen man ganz im Inneren furchtbar allein sein kann? Benedikt sagte: Schon, aber weil ich mich ja doch dem Herrn so verbunden fühle, bin ich dadurch nie ganz allein. Und Sewald: Wer glaubt, ist nie allein. Ich füge hier in Klammern hinzu: Sewald weist hier bereits auf die Worte hin, die Benedikt am 24. April 2005 bei seinem Amtsantritt sagte. Er hat sich dabei auf Johannes Paul II. Bezogen und sagte, zitiere: Nun hat er die Schwelle ins andere Leben, ins Geheimnis Gottes hinein überschritten.
Aber er ging nicht allein. Wer glaubt, ist nie allein. Im Leben nicht und auch im Sterben nicht. Diese Worte hat jemand wenige Monate später bereits für ein neues Lied verwendet, das wir heute auch am Anfang gesungen haben. Auf den Hinweis also auf diesen Satz, wer glaubt, ist nie allein, sagte dann Benedikt, ja, wirklich. Man weiß einfach, ich mache das nicht. Ich könnte es auch nicht allein machen. Er ist stets da. Ich muss nur zuhören und mich weit aufmachen für ihn. Und dann mit den engsten Mitarbeitern die Dinge auch teilen. Daraufhin fragte Sebald, wie geht denn dieses Zuhören und weit aufmachen für ihn? Benedikt lacht und sagt dann, tja, nun, man bettelt den Herrn halt an. Der muss mir jetzt helfen und sammelt sich innerlich, bleibt still. Und dann kann man immer wieder mal anklopfen mit dem Gebet und so, dann geht das schon. Eine schöne Antwort, nicht wahr? An dieser Stelle möchte ich noch auf eine Predigt über das Te Deum hinweisen, die Benedikt genau 10 Jahren vor seinem Tod im Petersdom hielt. Ich zitiere, wie auch immer das Jahr verlaufen sein mag, leicht oder schwer, fruchtlos oder reich an Früchten, wir sagen Gott Dank, denn im Te Deum ist eine tiefe Weisheit enthalten. Jene Weisheit, die uns sagen lässt, dass es in der Welt trotz allem Gutes gibt und dass dieses Gute dazu bestimmt ist zu siegen, durch Gott, den Gott des menschgewordenen, gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus. Sicherlich ist es zuweilen schwierig, diese tiefe Wirklichkeit wahrzunehmen, denn das Böse macht mehr Lärm als das Gute. Ein grausamer Mord, weit verbreitete Gewalt, schwere Ungerechtigkeiten tauchen in den Schlagzeilen auf. Die Gesten der Liebe und des Dienstes, die treu und geduldig ertragene tägliche Mühe, stehen dagegen häufig im Schatten, treten nicht ins Rampenlicht. Auch aus diesem Grund dürfen wir nicht nur bei den Nachrichten stehen bleiben, wenn wir die Welt und das Leben verstehen wollen. Wir müssen in der Lage sein, in der Stille zu verweilen, in der Meditation, in einer ruhigen und längeren Reflexion. Wir müssen es verstehen, innezuhalten, um nachzudenken. So kann unser Geist Heilung finden von den unvermeidlichen Wunden des Alltags, kann in die Tiefe der Tatsachen hinabsteigen, die in unserem Leben und in der Welt geschehen und jene Weisheit erreichen, die es erlaubt, die Dinge mit neuen Augen zu sehen. Bitten wir, meine Lieben, dass auch wir verweilen lernen, innehalten an diesem letzten Tag des Jahres und Heilung finden, um die Dinge mit neuen Augen zu sehen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit.